Friede auf Erden. Friede auf Erden, überall schreibt man es, ruft man es, denkt man es, hofft man es. Aber das Rufen und das Hoffen muss im Leeren verhallen, wenn man sich nicht mit diesem Satz begnügt. Die Botschaft der Engel lautete und lautet anders. Sie nennt ausdrücklich die Voraussetzung, ohne die nirgends und nie Friede sein wird. Ehre sei Gott in den Höhen. Nur da, wo Gott mit dem ganzen Sein des Menschen geehrt wird, kann der Friede walten. Dann wollte ich euch noch informieren. Also vom 2. Jänner bis 12. Jänner wird eine Workshop-Veranstaltung sein, was ganz Spezielles. Auf jeden Fall, ich sage euch noch nicht, wo der Ort ist, sonst wäre es ja schon unspannend. Und ich informiere euch ein bisschen so von den Gedanken, die dort ist. Es ist wieder eine spontane Selbstorganisation und es ist alles im Werden jetzt in den Weihnachtsferien. Achtung, folgende Zeile besteht aus Kunstbegriffen. Das ist das Mosaik der Potenziale, kommunale Avantgarde, Vorhut, durch Synergie zur Kontrablementwicklung. Jetzt müsst ihr nachdenken halt, was ist das Gegenteil vom Problem, das Kontrablem. Ein gutes System ist, was andere Systeme toleriert. Es ist möglich, in kürzester Zeit Kräfte zu mobilisieren, die in ein Auffangbecken münden, die weitere Impulse liefern zur Erneuerung und Erschaffung von Ideen und Durchführungen, ohne sich selber zu verbräuchen. Der römische Brunnen unter freiem Himmel. Oben ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihre Taten. Das wird ein protemporärer Rückzugsort für die Menschen vom Kulturtempel, die leider aus ihrem Gebäude auch raus müssen und die wir eine Übergangsphase für sie schaffen, wo sie auch sich zurückziehen können für verschiedene Menschen. Und da parallel werden dann auch Workshops und so stattfinden in verschiedenen ganzheitlichen Sachen mit Körperbewusstsein für Kinder und Erwachsene, Meditationen, alle verschiedenste Tanzworkshops, alles Mögliche, um Körper, Geist und Seele zu schulen. Und ein Raster, beziehungsweise ein schlussendliches zusammengefügtes Mosaik für 10 Tage, wo sich Workshop-Veranstalter auf Anfrage der Rahmengeber und Selbstinitiative ergreifen. Dieses Raster wird zur Freigabe verkündet auf der Friedensmahnwache Wien an 2 Monatstagen. Am 22. Dezember, das ist heute, und am 29. Dezember weiters über ein Creality-E-Mail-Verteiler und so weiter. Also es geht um ein Raster. Wer Interesse hat, einen Ort zu haben, wo er Workshops abhalten kann, vom 2. Jänner bis 12. Jänner, der soll zu mir kommen. Ich habe hier ein Raster für alle Tage und teile da die Leute ein. Ihr habt selbst Initiative, könnt ihr zu mir kommen und habt dann ein Ort, wo ihr euren Workshop abhalten kann und selber auch vielleicht die einen oder anderen Leute mitbringen. Und sonst kommen auch Leute. Es ist was, ja, quasi was Experimentelles. Und das wäre schon alle und ich wünsche euch ein frohes Fest euch allen. Danke.